Und ich glaube, ich kann hier doch einen Forschungs- und Pflanzraum draus machen. So geteilten Arbeitsraum. Indem ich einfach hier die Forschungsabteilung hinsetze und hier vielleicht ein paar Stühle platziere. Ah ja, Hauptsache, wir kommen voran und es funktioniert alles. Und wie gesagt, mit dem Forschungsstation und allem warte ich, bis wir den Forschungspunkt haben. Weil sobald wir auf Stufe 2 sind, ernsthafter ist Turmalin. Hm. Ja, wir haben nachher wieder viel zum Verschließen. Oder wir setzen einfach das ganze Schlafzimmer hier eins tiefer. Das wäre wahrscheinlich einfacher. Aber bevor wir uns um das Tieferlegen hier so kümmern, gucken wir erstmal, dass die anderen Räume alle gut aussehen. Naja, hier sind wir ja schon mal fertig. Hier drüben fehlt noch ein bisschen und der ganze Raum hier, bevor wir dann den Thronsaal uns vornehmen. Aber ich muss ehrlich sagen, auch wenn das Spiel ein bisschen buggy ist, was halt wirklich daran liegt, dass es, die Entwickler es nicht mehr weitergeführt haben, weil es halt nicht so Mainstream war, das Spiel. Also es war wirklich ein Nischenspiel, was nicht viel durchgekommen ist. Auch ein Grund, warum ich spiele überhaupt. Mir macht das Spiel eigentlich trotzdem ziemlich viel Spaß. Auch wenn ich beim Verzweifeln bin, wenn die Krieger in der Wand feststecken oder die Wegfindung Aussätze hat. Aber es ist komischerweise mit mehreren Spielen so, die ich gerne spiele, dass die irgendwie ziemlich schnell eingestampft wurden. Na, wenn ihr euch die Ecke anguckt, hier könnte man auch super einen gesamten Pflanzbereich drumherum bauen. Da müsste ich allerdings hier herum noch einen Steg bauen, dass das Ding begehbar ist, aber... Nee, rentiert sich nicht so wirklich. Das sieht dann wieder unschön aus. Da müsste ich nämlich die Wand hier noch wegmachen. Und dann wird mir hier eigentlich der Platz ein bisschen zu weit. Räumig. Dann platziere ich lieber hier meine gesamte Holzpflanzung. Könnte ich hier noch eine Holzpflanze später platzieren. Und hier halt die 5 Nahrungspflanzen. Mehr brauche ich dann ja eigentlich nicht. So könnte ich hier noch 2 Nahrungspflanzen oder so platzieren. Was ich jetzt langsam mal viel lieber hätte, wäre der zweite Forschungspunkt, den ich noch bräuchte. Dann könnte ich nämlich auch bessere Betten bauen. Jo, das war das.
Gut, dann verschieben wir den Thronsammler um 1 nach hier drüben. Immer alles schön ein bisschen symmetrisch machen. Hier fehlen noch 3, die ihr ruhig ausgraben könnt. Wo grabt ihr denn eigentlich gerade? Achso, seid ihr hier oben? Ja, ihr seid hier oben. Ah, auch gut. Ja, langsam werden die Räume werden langsam schön. Und ja, hier grabe ich gerade auch recht viel Erde aus, fällt mir so auf. Aber nee, hier mache ich das Schlafzimmer draus, hier kommt der Thronsaal hin. Dann ist das Ganze ganz okay. Ah, Beliebtheit wird langsam wieder schlechter. Deswegen bauen wir mal da noch einen Schrank auf. So, der eine Bergarbeiter schläft, der andere ist jetzt auch müde. Aber es sind alle bei der Arbeit. Tendenz ist, glaube ich, etwas positiv. Ganz kleines bisschen. Nein, ich glaube, jetzt sinkt es wieder. Ganz langsam. Nein, es steigt doch. Da sind ein paar Ressourcen, da sind ein paar Ressourcen in den Wänden. Und immer noch kein Forschungspunkt. Dafür sieht langsam mal das Wohnzimmer ganz gut aus. Von der Größe jedenfalls. Steht alles immer noch quer und schief hier. Das kommt aber eh alles nachher hier an die Wände. Wenn hier alles schön frei gebuddelt ist. Oh, der Bergarbeiter hängt. Na gut, jetzt nicht mehr. Na, der Raum nimmt auch langsam Form an.
Oder ich mach den Raum doch noch eins größ. Hä? Oh. George. Teleportieren sich die Gegner von oben rein? Das habe ich auch noch nie erlebt. Aber nee, den Raum noch eins größer zu machen. Na doch, ich glaube, das käme ganz okay. Wenn ich den Raum hier eins größer mache, könnte ich hier dann die Pflanzensachen und hier dann die Wissenschaftssachen hinpflanzen. Und ich würde auch an all die Rohstoffe rankommen. Ja gut, machen wir das so. Wobei wir es ja nicht durchgehend machen müssten, sondern es so eigentlich reichen würde. Ich weiß, es ist kein perfekt symmetrischer Raum, aber wäre ausreichend. Hier sind wir fertig mit dem Ausbuddeln. Hui. Ah, aber hier oben wird gerade gebuddelt. Oh, hier ist ein ziemlich dicker Steincluster mal wieder. Und ganz ehrlich, während hier so gebuddelt wird und alles, kann ich ja mal ein bisschen den Speedboost einhauen. Ich bin mir jetzt doch nicht ganz so sicher, ob ich den Raum so weit vergrößern soll. Doch, ich vergrößere ihn mal so weit. So, mit dem ganzen Eisen und so weiter, das ich habe, stelle ich schon mal zwei Truhen auf. Und yay, da ist der Punkt, auf den ich warte. So, jetzt dürften wir erst einmal genau unsere bessere unseren besseren Forschungstisch kostenlos bauen dürfen. Wir können die Dinger hier eintauschen gegen Radieschen pflanzen. Wenn ich jetzt gerade mal prüfe,